Eine andere schöne Übung ist vielleicht von vielen Spielern nicht ganz so geliebt. Ein gerader Stoß, also das wirklich erstmal die rote und die weiße ganz gerade in Richtung Loch zeigen. Und dass man damit auch einfach seine eigene Technik kontrolliert, ob zum Beispiel das Köhl ein bisschen wackelt beim Durchstoßen und solcherlei. Und am schönsten finde ich es, wenn man das als Stockball spielt. Das heißt, wenn die Weiße wirklich an der Roten zum Stehen kommt und kein bisschen nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten läuft, weil man so auch einfach die Entwicklung der Weißen versteht. Wie tief muss ich sie anspielen, mit welchem Tempo und gleichzeitig die Technik noch übt. Ich kann es ja mal probieren. Ich selber fand ihn jetzt nicht so gut, denn die Weiße ist ungefähr einen Millimeter nach rechts und nach hinten gelaufen. Deswegen würde ich den ganzen Stoß nochmal wiederholen und probieren, das auszumerzen. Habe ich geschafft, mein Unterbewusstsein freut sich. Ich habe weiter links gespielt und höher gespielt, aber das war natürlich viel zu viel. Ja, muss ich nochmal ausprobieren. Und so sieht man, so einfach ist es nicht, aber das finde ich eine ganz tolle Übung, um einfach zu verstehen, wie die Weiße läuft und dass der Stoß auch geradeaus erfolgt.